Ich gebe dir auf den Charisma-Wurf, gebe ich dir sogar noch ein plus 20. Vielleicht wollen die dich gar nicht töten, sondern nur infizieren. 12. Ja, ist gelungen. Du lässt ja Schlachtruf erklingen für Cadia und ja, nur Cadianer können so wahnsinnig sein, dass sie sich alleine gegen drei Symbionten stellen. Wie gesagt, dieses kehlige, murrende Geräusch von ihnen, als sie ihre Halskiemen öffnen, sich da miteinander unterhalten und dann alle drei auf dich zustürmen. Damit sind sie auch alle gerade mit dem Laufen beschäftigt. Sie machen die 20 Meter, 24 Meter über die Brücke hinüber, stehen jetzt auf der anderen Seite, sind noch nicht im Schatten der Häuser, noch nicht an euch vorbeigelaufen, aus einem weiteren Schuss, den du auf sie setzen kannst. Okay, dann schieße ich jetzt eine ganze Salve, drei Schüsse. Yo! Alle drei treffen! Der Imperator ist mit dir. Sehr gut. Zeit für den heiligen Zorn. Einmal 1 und 5. Und noch ein weiteres Mal 1 Schaden. Was dir noch keinen gefällt. Ihm verbleiben 6 weniger, dann hat er noch 7 Lebenspunkte. Was ihm einen weiteren Arm abgeschossen und dann würden sie jetzt in den Sturmangriff übergehen. Ich würfel ein weiteres Mal, das könnt ihr jetzt alle machen, einmal die Initiative. Ich meine, jetzt sind die ja nicht mehr auf ihrem Posten. Wir können da auch einfach vorbeimarschieren. Ne? Wie kann man nur so fies sein? Ich wollte es nur einmal angesprochen haben. Das hat mir nicht davon uns bekommen. Ich will nicht sagen, aber wir haben noch so eine Ersatzkardianerin in der PDF-Basis. Also, so schlimm wäre es nicht. Gut, dann 13. Octavius fängt an. Ja. Ich schnapp mir mein Schwert, also das hatte ich ja schon gezogen, und mach einen kompromisslosen Angriff. Das bedeutet, du gibst deine eigene Reaktion auf, korrekt? Richtig. Krieg plus 30 KG. Plus 30? Hast du irgendwas, was dazu hilft? Weil normalerweise gibt das nur plus 20, so wie ich hier lese. Oh, okay, gut, dann habe ich das falsch notiert. Ja, aber du machst ja auch den Sturmangriff, oder? Nee, das kannst du nicht kombinieren, soweit ich weiß. Naja, ich habe 42 Kampfgeschick, 20er Bonus, ja, auf jeden Fall. Ja, das reicht. Dann kannst du noch irgendwie zusätzlich Schaden damit machen mit dem Erfolgsgramm? Nicht wirklich. Ich kann nur mit den Erfolgsgraden schlechte Würfe erhöhen, also Schadenswürfe. Okay, aber ich kann trotzdem reagieren, denn sie haben keinen kompromisslosen Angriff gemacht und sie würden auf alle Fälle versuchen auszuweichen, zumindest derjenige, den du angegriffen hast. Und mit der 57 ist das knapp gelungen. Oh. Das ist ein Nahkampfangriff, das heißt, sie können sogar parieren. Dann bist du. Weißt du was? Ich gebe einen Chip aus, dann können sie nicht parieren. Okay, das heißt, ich muss auch gar nicht neu würfeln, sondern... Richtig. Ja, ich mach vernichtender Schlag, dann dürfen sie bei einem kompromisslosen Angriff nicht parieren oder ausweichen. Alles klar, dafür sind die Schicksalspunkte da, dann entlang. Machst du den kaputten schon oder nimmst du den neuen? Neu. 22 Schaden. DS4. DS4, dann kann ich 2 in die Rüstung mitnehmen und 6 sind 8. 22 minus 8. 16. 16 Schadenspunkte von den 20. Dann fehlen mir noch 4. Dann würde ich sagen, nach Gabriel. Ne, gar nicht, nach Octavius. Mache ich mit meiner 12. Oder wie ist das bei Gleichstand? Da entscheidet dann der Gewandtheitsbonus? Ja. Ich habe einen Gewandtheitsbonus von 6. Ja, dann darfst du. Dann bin ich als erstes dran. Ich habe, wie gesagt, 3 Stück. Einer greift... Die greifen... Ja, doch. Einer greift weiterhin Worgen an. Und die anderen werden sich Octavius, Gabriel und Wilhelm vornehmen. Ja, wunderbar. Dann pariere ich doch. Zumindest versuche ich's und schaffe es auch. Ist gelungen. Dann darf Gabriel jetzt selber handeln. So ist es. Und ich greife an. Und zwar mache ich eine Finte. Und schlage mit meinem Schwert zu. Das ist aber nicht geschafft.
Okay, dann bist du fertig. Oh, ich muss kurz schauen, ob Finte ist nur eine halbe Aktion. Das heißt, ich kann direkt dahinter noch eine Finte versuchen. Und das möchte ich auch. Ich glaube, du kannst nicht zweimal dieselbe Aktion machen. Kann ich nicht zwei halbe Aktionen hintereinander machen? Doch, eine halbe Aktion schon, aber du darfst niemals zweimal dieselbe Aktion machen. Okay, ja gut, dann wäre das ein normaler Angriff gewesen und den habe ich dann so sowieso nicht geschafft. Ja, aber dann werde ich meinen zweiten Angriff auch nochmal gegen dich setzen. Denn ich habe ja zwei mit dem einen. Und dann greife ich hier nochmal an, 75 ist auch nicht geschafft. Es sei denn, die Finte von dir, also deinen misslungenen Würfel, würden mir noch einen Bonus geben. Nicht, dass ich wüsste. Nee, das glaube ich nicht. Dann bin ich zumindest mit den beiden fertig. Ich würde gerade nochmal, bevor ihr fertig seid, würde ich nochmal einen zweiten Angriff gegen Octavius führen. 75, das wäre gelungen. Ja, dann watch out. Genau. Auf sind 2d10 plus 12. 20 ds5. 5 Schaden. Ja, da hast du auf alle Fälle noch ein bisschen. Und ich habe noch einen weiteren Angriff gegen Borgen. Die 58, auch das ist geschafft. Ich will dodgen. Du darfst ausweichen. Jo, geschafft. Sieht gut aus. Dann siehst du, wie die Krellauen über dir die Luft zerteilen für 20 DS5 Schaden. Das ist geschafft. Höchstwahrscheinlich nicht. Echt nicht? Warte mal. Das müssen wir jetzt rechnen. Ich hätte noch 8. Ich habe noch 8 Wunden. Ich habe eine Rüstung von 4. Und einen Widerstand von 3. Ich würde sagen, das wird schwierig. Okay, doch, du hast echt ein bisschen wenig. Warum hast du nur noch 8 Wunden? Wie viel hat das für noch? Wegen des Absturzes. Wegen dem Absturz. Aha, da kommt es her. Ja. Okay, dann kannst du ausweichen, während die Zangenklauen die Luft über dir zerteilen. Nach der 12. Wilhelm. Ich stümmel mein Messer auf sie zu. Irgendwie funktioniert das nicht, Leute. Das sehe ich auch so. Was meinst du damit? Ich habe 99 gewürfelt, da bin ich sicher, dass es so nicht klappt. Was meinst du damit, dass es nicht funktioniert? Ich hoffe, dass der Fabi dann die alle wegmacht, weil ich meine, wir haben jetzt keinen weggemacht, ne? Ja, sehe ich auch so. Dann nach Wilhelm ist Worgen dran. Jo. Und der Worgen, der würde ja, wenn er jetzt schießt, auf Point Blank Range schießen, oder? Reichweite ist 0, er ist direkt vor dir und er hat noch 7 Lebenspunkte. Ja, dem wird sowas von eine volle Ladung Semi-Autofeuer reingeballert. Das trifft sogar bei mir nicht. Schicksalspunkt? Habe ich nur einen. Wow. Läuft er wahrscheinlich mich? Point blank? Muss er jetzt. Trifft er jetzt irgendjemand anderes? Ja, also ich meine, wenn er sehr schlecht gewürfelt hat und ich mit dem Gegner im Nahkampf bin, dann kann das schon. Es ist ja kein Patzer. Eine Tabelle für. Bist du mit ihm im Kampf? Ja, oder einer von meinen Brüdern, aber das weiß ich ja nicht, auf welchen er geschossen hat. Du hast einen eigenen und Gabriel hat einen eigenen. Ja, also Gabriel, das wäre jetzt das Schlimmste, weil der ist am meisten verletzt. Ich wäre das Zweitschlimmste, weil ich bin auch schon ein bisschen und ja. Also vielleicht Wilhelm, den er jetzt treffen würde. Also bei mir ist das nur ein Kratzer. Wilhelm hat auch nur einen Kratzer. Mach einfach mal deinen Schaden. Also ich habe noch halbes Leben. Natürlich muss der jetzt so hoch sein. 7. 13 DS7. Dann habt ihr einen Widerstand von 10 und eine Rüstung, dann sind das 2 Schaden. Ja, ich gebe dann Wilhelm die 2 Schaden. Okay. Das ist egal. Das sieht Wilhelm anders. Ja. Je nachdem wo, ne? Also, wo ist das? 87? Das ist. Da habe ich nur 8, also kriege ich 4 Schaden. Ja, das ist linkes Bein, aber das sollte dasselbe sein. Ja, ist ja wurscht. Rüstung von 8 und du hast einen Widerstand von 10. Dann wird der fehlgeleitete Schuss auf nächste Nähe vom Kardianer, der Symbiont taucht unter dem Schuss hinweg und versenkt das Keramid an der Brust von Bruder Wilhelm.
Dann, Tordal, 7. 3 Symbionten hast du noch. Genau, also ich werde jetzt allererstes mal meinen Sturmangriff verstärken mit meinem Jetpack. Erstmal gucken, Pilot, ob das klappt. Wenn nicht, gibt es halt einen Standardsturmangriff. Das kannst du nicht machen. Mit Sturmangriff schaffst du maximal nur einen. Du musst dann Schnellangriff-Zeugs machen und also, drei Schläge. Ja, gut, wenn wir eh nah dran sind, dann brauche ich eh keinen Genie-Sturmangriff machen. Also ja gut, dann mache ich halt Direktangriff. Ja. Ja, solltest du den von Worgen wegmachen, sonst stirbt Worgen nächste Runde. So, würde ich tatsächlich als erstes auch den von Worgen wegmachen, denn dann dürfte er in der Reichweite gleich der nächste sein. Aber gucken. Dann greife ich erstmal den ersten bei Worgen an. Da fragt man sich, der schießt auf deinen Bruder und dann rettest du den. Da fragt man sich, was da los ist. Ja, töte nur den Symbion, damit er an Worgen rankommen kann. Ja, das hoffe ich jetzt. Erster Angriff auf den Symbion, zweiten auf Worgen. Ja, der beim Worgen würde treffen. Ja, da macht er Schaden. Ausgewichen ist der, glaube ich, schon. So, dann muss ich gerade mal gucken, das wäre ein D10. Das wäre das Captain-Schwert. Wären dann 12, 17. Dann wären das eine 10. Ja, die eine 5 ziehen wir raus, weil es der Reißende war. Genau. Und dann machen wir nochmal ein D10. Aber dann wären das 7 und 29 im Durchschlag 4. Der erste ist tot. So, und dann greife ich den nächsten an. Mit 18 würde ich auch treffen. Mit der Kettenaxt. Der kann aber noch ausweichen. Gut, dann setze ich einen Schicksalspunkt ein und du darfst neu würfeln. Okay, Schicksalspunkt weg. Nächster 100. Ja, perfekt gehabt. Dann greife ich ihn trotzdem noch einmal. Mit 27 treffe ich nochmal. Ja, er darf nicht weiter ausweichen. Dann darfst du Schaden machen. Ja, dann wäre das die 8, dann wären das 9 runter, sind das 25 Durchschlag 4. 25 Durchschlag 4. Ja. Dann habe ich hier 2 Rüstung und da 6 sind 8. 29. Okay, Durchschlag 4, dann habe ich eine 8er Rüstung insgesamt. Dann machen wir das dann 29, machen wir da 21 und der ist tot. Jo, und dann habe ich meine 3 Angriffe gehabt, nee, habe ich nicht. Ja, was sag ich auch. Zwei weggemacht ist schon sehr gut. Einen habt ihr noch, 13 Octavius. Ja, ich mach nochmal einen kompromisslosen Attacke auf den. Das reicht. Ich kann ja im Prinzip auch parieren mit meinem Messerchen, ne? Okay, dann kann Wilhelm ausweichen. Und der nächste Zangenangriff geht ins Leere. Ich glaube, den Rest müssen wir nicht mehr auswürfeln. Zu dritt oder zu viert oder zu fünft könnte den, weil er jetzt keine Aktionen mehr hat und auch keine Reaktionen mehr hat, könnte den in dieser letzten Runde zerstören. Ja. Zumal ab jetzt durch mein Talent alle plus 20 im Nahkampf kriegen. Auch gut. Klack, klack, klack. Den, weil wir, wir sind sogar mehr. Wir sind zu viert in der Überzahl. Also standardmäßig eh schon plus 30. Und dann plus 10 von mir sind wir plus 40. Also ich glaube, der würde die Runde nicht überleben. Ja, du machst den weg. Ne, ihr? Worgen macht den auch weg. Bevor ich Worgen macht den weg. Worgen ist der Einzige, der den Überzeitbonus nicht kriegt. Doch, klar. Ich hab auch ein Double Team. Ach so, du kannst auch im Nahkampf kämpfen. Okay, dann ist es sogar plus 50. Ja, wie einmal prallendere Beuteschüsse gegen den letzten verbliebenen Symbionten und während ihr ihm die Arme und Beine wegreißt, kann ein letzter entscheidender gezielter Schuss von Worgen mit dem Lasergewehr gegen seinen Kopf ihm das Auge verglühen und er sinkt auf den Boden. Damit ist die Brücke frei. Gut, dann lass uns mal leise rüberhuschen, leise und schnell. Da irgendwo in dieser ekligen Brühe in Deckung gehen. Gut, los geht's. Das hat schon deutlich länger gedauert als angenommen. Und es war auch deutlich lauter als angenommen. Ja, Brüder, wir müssen weiter vorrücken. Well, ich gehe vor und ihr hinterher. Bestätige. Ich rutsche dann mal über die Brücke. Ja, wenn ihr auf der Seite ankommt, könnt ihr neben den vielen widerlichen Brutpoolen, die mit irgendwelchen Rohren betankt werden und dort Dinge verarbeiten, auch weitere Fahrzeuge entdecken, die hier wohl abgestellt worden sind. Umgebaute militärische Varianten oder zivile Varianten, die aufgebockt worden sind, versehen mit irgendwelchen widerlichen Symbolen, beschmiert mit Blut oder mit Schleim, mit Sekret.
eine merkwürdige Schlange oder so etwas, einen Wurm, der gedreht seinen eigenen Schwanz frisst, so würdet ihr meinen, irgendwelche widerlichen Auspüffe, die dort wohl in den Himmel ragen, Goliaths mit Markierung und Verzierung. Was machen die Fahrzeuge da? Laufen die oder was? Nee, die stehen da einfach nur rum und wird dann eben als Transportmittel dienen, falls ihr eins benutzen möchtet und Xenotechnologie benutzen wollt. Es deutet immer mehr darauf hin, als müssten wir hier alles dringend zerstören. Ja. Morgen kannst du dich wieder nach vorne begeben, sodass du uns einen guten Weg durch diese Gegner suchst? Jawohl. Die Prometheum-Werke befinden sich in einem uralten Steingebäude, was zwischen einer Reihe von Prometheum-Raffinerien von einem Labyrinth aus Rohren verbunden wird. Druckwassertanks, Wechselventile, die eingerahmt werden, viele neue Dinge, die hier wohl angebaut worden sind, von den Ingenieuren selbst keine Spur mehr, aber auch diese sind allesamt beschmiert mit den neuen Schlangen, die sich in den Schwanz beißen. Also das hier ist auf alle Fälle das Gebiet der Symbionten und auch wenn man es nicht durch einen Satelliten im Umfeld schon gescannt hat, kann man Solla und Söhne als Ursprung doch erkennen. So verschandelt wie auch das große Haupttor ist, was offen steht. Es gibt noch einige hohe vergitterte Fenster, aber im Inneren, das Gebäude selbst ist leer. Es gibt aber viele Anzeichen für Leichen, die hier verarbeitet worden sind, für Blut, Kampfspuren. Alles ist unheimlich still. Und die Drucktanks sind wohl voll mit Schleim. Lecker. Diese Tanks kann man aber von außen wahrscheinlich nicht nach einem reinschauen, oder? Das sind keine durchsichtigen Tanks. Geschlossen, also du bist der Meinung, die sind bis oben hin voll, pumpen wohl ihr Inneres in die gesamte Stadt oder zumindest in den Fabrikadistrikt, wohin auch immer. Du kannst im Boden wohl noch ein maschinendes Herz hören, was vom Keller aus die ganzen Drucktanks, die Rohre dann eben leitet. Aber der Rest ist, wie gesagt, still. Also allesamt die Überreste der Leichen, irgendwelche Knochen, die noch übrig geblieben sind, aber sämtliche Biomasse sonst als Fleisch, Muskeln, Sehnen wurden allesamt verarbeitet. Und ja, es ist, wie gesagt, still, bis auf dieses maschinende Herz, was aus dem Keller hin dröhnt und röhrt. Ja, wir müssen so und so irgendwann ins Tiefgeschoss. Das hat ja auch die Astropathin gesagt. Ja, wir sollten uns einen Eingang suchen. Ich würde nur zu gerne, dass sie alles springen, wenn ich nicht wüsste, dass wir das sowieso tun werden. Ja. Wir suchen unser Ziel und dann kannst du deinen lauten Knall genießen, wie wir alle. Und so sollten wir schauen, ob wir sie irgendwo hier finden. Und schlimm wärmt. Wärmt aus und sucht nach einem Eingang in den Untergrund. Aber entfernt euch nicht zu weit voneinander. Morgen sucht ihr einen von uns und bleib am besten mit mir. Jawohl. Ich nutze mal so eine Minute und schmier mal meine Löcher in meiner Rüstung zu. Ja, ich warte einen Augenblick, bevor ich mich wegbegebe, drehe mich dann und beschaue mir einmal Octavius und Wilhelm. Wie genau sieht das aus? Wie viel hast du verloren? Ich habe 12 Schaden bekommen, also das ist mehr als die Hälfte. Ja, dann hört man nochmal mit die schweren Schritte meiner Servorüstung, wie ich auf dich zukomme. Bruder Octavius, das lässt dich auch in einigen Augenblicken flicken. Wenn du mich das machen lässt? Nun, eigentlich haben wir dafür keine Zeit. Es aber geht wenn schnell. Es schnell geht, dann sehr gerne. Ja, ich hole meinen Injektor raus. Bitte dich den Helm abzusetzen und nimm nur einen sowieso der bereits vorhandenen Löcher der Rüstung und fange dich an jetzt mit Drogen und mit provisorischen Behandlungen mit Erster Hilfe zu versorgen. Das dauert tatsächlich nur eine volle Aktion. Also ich weiß nicht, wie man das in 5 Sekunden machen kann, aber scheinbar geht das so schnell. Okay. Ja, cool. Dann sehr gerne. Ja, es ist einfach eine Spritze sozusagen, die du da jetzt reingeschossen kriegst.
Ja, wenn das ausreicht, dann... Ja, 83 ist tatsächlich geschafft. Denn ich habe Medizin hoch und ich bekomme eine 20er Erleichterung. Ist fast eine Punktlandung. Nur ein Punkt mehr und ich hätte es daneben geschafft. Und ich bekomme eine 20er Erleichterung, weil ich das nötige Werkzeuge habe, um Space Marines zu behandeln. Ich bin definitiv ein Space Marine. Ja, du kriegst meinen Intuitionsbonus mal 2 hinzu. Das sind 12 Schaden. Oh, das Vollgehalt. Ich hab gedacht, du hättest Int nur 5er Bonus. Ja, richtig. Ich hatte einen 59er Wert. Dann habe ich meine Intelligenz noch um 5 gesteigert. Jetzt bin ich bei 64. Ich habe einen 6er Bonus. Ja, sauber. Ich danke dir, Bruder. Ich fühle mich ja wie neu. Ich dafür. Dafür bin ich hier. Und solange ich euch eure Gensaat nicht aus dem Körper schneiden muss, werde ich dafür sorgen, dass ihr beide Leben dann bleibt. Mein Bruder Wilhelm, wie steht es um dein Wohlbefinden? Ja, ich bin lange nicht so verletzt wie unser Bruder, allerdings hat es mich auch etwas erwischt. Der Kardianer hat nicht das Zielvermögen, aber durchaus das Durchschlagsvermögen. Kannst du eine Spritze vertragen? Oh. Ja. Bedenke aber, dass dein Organismus nur eine solcher Spritzen alle 24 Stunden erträgt. Also, wenn wir das jetzt machen, dann wird das die nächsten 24 Stunden nicht mehr gehen. Ich kann dir auch eine im Kampf verabreichen, wenn du mich nur wissen lässt, dass du sie brauchst. Nein, wir müssen so gefasst wie möglich gleich vorrücken. Gut, dann halt still. Und auch du bekommst eine Spritze. Und mit der 19 ist das problemlos geschafft. So kriegst du 12 LEP. Wahrscheinlich bist du voll. Ich bin voll. Wie? Trinken im Einsatz. Ja, werfe dann noch einen Blick auf Bruder Tordal, der aber jedoch keinen Kratzer abbekommen hat. Und lasse meinen Blick über Wolken gleiten. Wende ihn aber dann schnell wieder ab, weil ich kann für den nichts tun. Ja, der hat ja so eine Beule am Kopf. Ja, wenn du möchtest, kannst du ihm natürlich auch die Stims reindrücken. Aber du trägst so an der Schwester Elisabeth oder an die Thronagentin, an Guardsman Elisabeth. Eventuell könntest du jetzt durch die Fehler, die du bei ihr gemacht hast, aus deinen Erfahrungen lernen und ihm eventuell doch die richtige Substanz geben. Ist natürlich die Frage, ob Worgen das mit sich machen lässt. Wir experimentieren, wenn wir hier durch sind. Dann nehme ich ihn mit aufs Schiff und dann probieren wir die verschiedensten Drogen an ihn durch. Das klingt erstmal ziemlich geil. Dann wird es irgendwann ein Mutant. Ich sehe das schon kommen. Gut, Brüder, rücken wir aus. Suchen wir nach einem Eingang nach unten. Boden bleibt hinter mir. Während meine Brüder sich gegenseitig die nötige Zuwendung geben, würde ich mich mal ein bisschen umschauen. Ich den Eingang eventuell nach unten finde. Das hört sich ja auch sehr lecker an, die notwendige Zuwendung. Ja, die Helmlinsen von dir erhellen das Ganze in unnatürliche Farben, aber ansonsten ist es hier alles auch dunkel. So dass, wenn ihr weiter in die Prometheum-Werke vordringt, dass es eben dunkler und dunkler wird. Wollt ihr nicht machen oder verlasst ihr euch nur auf eure Helmlinsen? Ich habe so wie natürliche Nachtsicht plus Nachtsicht des Helms. Okay, ja, hätte auch sein können, dass ihr jetzt auch auf Worgen Respekt oder sowas nehmt, aber dann bleibt ihr weiter unsichtbar. Wobei die Symbioten natürlich auch im Dunkeln sehen können. Ja, Licht wäre jetzt schlecht. Ihr findet gemeinsam einen Weg nach unten. Ungefähr 5 Minuten lang müsst ihr suchen, dann findet ihr einen Weg in den Keller. Durch riesige Leitern, zwei verschiedene Wege, den einen davon wählt ihr, weil sie beide generisch aussehen, und wenn ihr dann nach unten schreitet, könnt ihr sehen, dass die Versporung weiter zunimmt und weitere Blutpoole überall sind. Die Rohre, die an euch gewaltig vorbeiführen, rattern, sind wohl irgendwelcher Schleim, der wohl auch rausgedrückt ist. Als ihr dann vor euch erkennen könnt, wie in einem der Werke eine Servorüstung steht. Leer und verlassen, zerschnitten, zerstört, mit einem großen roten I drauf.
Eine Servorüstung für normale Menschen? Eine Servorüstung für Menschen, ja. Sieht aus mit einem roten I. Wahrscheinlich haben wir unsere Zielperson entdeckt. Jedenfalls das, was von ihr übrig geblieben ist. Sieht man das jetzt hier schon auf der Karte oder was? Wo die? Genau, also du kannst, wenn du dann mal hier den Weg in den Keller gegangen bist und dich dann so ein bisschen umblickst, wie gesagt, alles dunkel, aber in einem der etwas größeren Kammern kannst du die leere Servorüstung sehen. Also sie ist leer, verschleimt auf alle Fälle, also irgendwie Blut und Sekret, irgendwas Ekelhaftes, und sie ist mehrfach zerschnitten. Also die Schäden an der Rüstung sind so quasi irreparabel. Der Mensch, der sich darin befunden haben muss, ist auf alle Fälle gestorben. Ja. Kann sich irgendjemand mit eventuell dem Maschinengeist verbinden? Vielleicht hat er noch Informationen für uns. Wir sollten diese Anlage systematisch durchkämmen. Das halte ich auch für den besseren Vorschlag. Wir sollten hier keine Zeit mit der Rüstung verschwenden. Dann sollten wir auch schauen, was uns hier erwartet. Wie wär's damit? Da lang? Erstmal? Checken? Einverstanden. Einverstanden. Bilden wir eine Keilformation mit Doppelspitze. Du, Worgen, gehst in unserer Mitte. Mhm. Dann schaue ich mich bis vorne um. Wer begleitet mich an der Spitze? Das mache ich. Dann nehme ich die rechte Flanke und Bruder Wilhelm die linke. Ja, so könnt ihr durch den Kellertrakt gehen in Richtung des nächsten Raumes. Eine Abzweigung zu eurer linken Seite und eine Tür, in der ihr einen weiteren Lagerraum erkennen könnt, in dem große Fässer stehen und einige Munitionskisten. Vielleicht finden wir dort etwas, um eine Art Sprengsatz zu bauen, damit wir eventuell das ganze Ding direkt von unten sprengen können. Für den Fall der Fälle, dass etwas schief gehen sollte, was ich nicht glaube, da der Imperator mit uns ist. Wir haben alle noch genügend Bolter-Munition? Ja, ich habe genau eine Kugel verschossen. Okay. Bestätige. Ja, ist das hier jetzt erstmal uninteressant, oder? Ja, lasst uns weiter nach Norden vorrücken. Ja. Nach Norden könnt ihr dem Gang folgen, 30 Schritt geht es sicherlich, dann steht er an einer Kreuzung. Wieder einmal der gewaltige Raum, in dem die leere Servorüstung stand, was sich darin sonst genau befindet, müsstet ihr dann selbst erkunden, wenn ihr daran eintaucht. Aber zu eurer rechten Seite könnt ihr einen weiteren Gang erkennen, wo die Versporung wohl weiter zunimmt und ihr könnt ein widerliches Schmatzen von dort aus hören. Und als ob sich irgendwie etwas Gewaltiges dort bewegt. Chitinplatten, die aneinander klappern. Was ist das denn hier? Ist das eine Tür? Eine Tür. Großen Gitter davor, aber die steht schon offen. Okay. Ja, ihr vernehmt dieses komische, ekelhafte Geräusch auch? Ja. Ja, Brüder, wir müssen jagen. Ich wünsche. Lasst uns aber trotzdem nach Norden gehen, damit wir das ganze Gelände durchsuchen können, bevor wir nach rechts unten gehen. Ja, wie ihr wünscht. Aber behalte die rechte Flanke im Auge, ja? Ich gucke mich nach vorne um. Ich habe ein Auge drauf. Und versuche, irgendwas sich Bewegendes oder etwas sehe, außer diese verdammten Sporen. Aufmerksamkeit. Jo. Octavius, deine hellen Linsen sehen wohl etwas aus dem Augenwinkel, als du den Raum betrittst, und du kannst dort auf den Rohren erkennen, wie dort ein lauernder weiterer Symbiont sitzt, der nur auf euch gewartet hat. Oh. Echt. Ich versuche, den sofort zu erschießen, wenn es geht. Okay, dann Feuer frei. Entfernung, ich muss gerade mal schauen. Er sitzt hier auf den Rohren. 10 Meter. Ja, ich schätze, ich krieg nur einen Einzelschuss hin, oder bin ich... Du kannst Feuerstoß stellen, das geht auch. Ja, okay, dann mache ich den mit einem Feuerstoß weg. Dann Schaden? Ja, es treffen alle 3. Ne, alle 4 sogar.
Und zwei weniger, 19. 5.